Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trials of Mana. Puh, danke Leute, dass Mana schwächer als ich erwartet hatte. Größer wird das Portal nicht mehr. Gut, ich versuche es nochmal. Bitte, Göttin des Manas, helft uns. Let's go! Du schaffst das! Okay, krass, er hat's geschafft. Jetzt müssen wir dann nur noch irgendwie hochkommen. Hey, offen, es ist offen. Nein, das war ich nicht. Das Portal hat sich von selbst geöffnet. Die Mana-Steine müssen aktiviert worden sein. Sie geben zu viel Energie ab. Oh. Und die hat mich, sich mit den Kräften der anderen Elemental vereint. Dieses riesige Portal am Himmel erzeugt. Und es ist zu weit oben, dass wir es erreichen könnten. Ah. Oh. Müssten die Bestienmänner eventuell. Nein, die Bestienmänner sind es nicht. Das sind die. Oh nein, Vorsicht. Das sind die aus Nerval. Ah. Nee, das ist hier Altinia. Purpurzauberer aus Altinia? Ah, du, die verbotene Magie hat nicht gereicht, um die Mana-Steine zu aktivieren. Herzlichen Dank dafür, dass ihr genügend Mana-Energie freigesetzt habt. Jetzt wird Altinas fliegendes Schlachtschiff Gigantia das Heiligtum des Manas angreifen. Hier ein Geschenk. Mit besten Grüßen. Ich muss auch. Vielen Dank für den Stream. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Ha, ja. Dich haben wir schon besiegt. Purpurzauberer. Ein Ladebildschirm. Hey, eure Majestät, Bestienmänner untertan. Die Zeit ist gekommen, das Heiligtum des Malers anzugreifen. Wenn ihr das Malerschwert erhaltet, wird die Welt der Menschen zittern vor euch den Staub kriechen. Dann könnt ihr ein Utopia der Bestienmänner erschaffen. Klingt das nicht angemessen, eure pelzige Majestät? Verfolge euren Plan weiter. Das ist irgendwie alles scheißegal. Jawohl, also dann. Wachen, wir ziehen an die Front. Oh Gott. Das sind ja ganz viele, die da fliegen, ganze 5 Stück. So, und jetzt gibt's noch die anderen aus Nerval wahrscheinlich, die da auch hin wollen. Malochio, was gibt es? Sie haben das Portal zum Heiligtum geöffnet. Seid ihr bereit? Ihr vergesst, mit wem ihr sprecht. Von uns beiden seid ihr derjenige, der zu spät kommt. Nun, was gibt's Neues von seiner dunklen Majestät? Er hat den letzten Rest seiner Essenz verbraucht, um den Dunkelstern aus Marvolia auf diese Welt zu holen. Seine dunkle Majestät ist aber umgekommen. Dann läuft alles nach Plan. Ich habe das Schiff vorbereitet, das uns durch das Portal und ins Heiligtum des Mannes bringen wird. Legen wir ab. Sobald wir das Mana-Schwert haben, wird es uns ein leichtes sein, seine dunkle Majestät wiederzuerwecken. Mit seiner Macht können wir diese Welt in Marvolia verwandeln.
Wir dürfen nicht versagen, sonst ist seine Majestät für immer verloren. Haben wir auch schon besiegt. Oh Gott, da kommt das nächste Schiff an. Das sind auch nicht viele Leute, die da droben sind, muss ich schon sagen. Arg. Wacht auf, Leute. Ah, alles in Ordnung. Wir müssen sie verfolgen. Ah, das Portal ist am Himmel. Wie sollen wir hochkommen? Manche von uns haben nämlich keine Flügel. Warte, eine Göttin von Smana hat gesagt, Schützende Schwingen genannt, soll auf den höchsten Gipfel leben. Dieser Geist wacht sowohl über das Land als auch über den Himmel. Auf dem höchsten Gipfel. Vielleicht ist das himmlische Gipfel von in Laurentien. Meine Mama hat mir das Welpe davon erzählt. Wenn ich mich da recht erinnere, schauen wir uns das an. Ja, schauen wir uns das mal an. Ich meine, dass hier auch nochmal ein Kaktusfazit stand. Wo sind wir? Ich meine, da war noch irgendwo einer. Oh, hört ihr gerade die Musik? Das ist einfach aus Secret of Mana. Also es ist, glaube ich, remixed, aber es ist aus Secret of Mana. Ich meinte, da stand so ein Kaktusfratz noch irgendwo rum. Oh, diese Musik, einfach hört ihr, das ist so nostalgisch. Ah, da ist er. Und du hast Kaktusfratz gefunden. Ah, diese Musik. Also die Remix finde ich scheiße, aber ansonsten bin ich noch dran, um den Preis zu bekommen. So, auf geht's. Da ist er ja. Nach da unten müssen wir irgendwie auf nach Laurentien. Dann müssen wir dieses Teil nie wieder benutzen, tatsächlich. Schau, wie seine Fahne da schwingt. Auf geht's. So. Ach ja, da waren wir schon lange nicht mehr. Ask people in Laurent about Celestial Peak. Catch the people who went into the sanctuary. So, seid ihr stärker geworden? Nein, ihr seid Level 14, ein Traum. Und die macht natürlich ein Erdbeben drauf. Ich brauche es auch ein bisschen gestört. Tut mir leid, dass meine Partnerin so ein bisschen gestört ist. Nee, wir werden bestimmt nicht stärker bei den Gegnern. Wow, ich habe den einfach gebonshottet. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Das gerade läuft, also so kann es bleiben, denkt mir. Hat mir echt Schaden gemacht. So. Oh, das sind noch ein paar von diesen niedlichen kleinen Geschöpfen. Also, eigentlich ist das jetzt der hoffnungsloseste Teil von dem ganzen Spiel. Ja doch, es gibt noch einen hoffnungsloseren Leuten an, aber... Es ist schon eine
ein hohes Level. Schon sehr hoffnungslos gerade. So. 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 Okay, super, lege Kugel. Danke, dass du es uns jetzt verdoppelst. Das bringt uns gar nichts. Aber wir kommen jetzt dann perfekt, weil jetzt dann haben wir Stufe 38, bis wir da oben sind. Besser geht's eigentlich gar nicht. Weil sonst hatten wir immer so Phasen, wo wir da oben anleveln mussten, tatsächlich. So, zweimal Heilkraut bekommen. So. Hallöchen. Oh, wie ich sehe, geht es euch gut. Ihr möchtet die schützende Schwingen finden. Das ist schon der Plan. Ich kann eure missliche Lage verstehen, ich werde den Weg freigeben. Allerdings wachen die schützenden Schwingen über die Gebirge von Laurentien. Das heißt, dass dieses Wesen sich nur uns Amazon zeigt. Das werden wir sehen. Kaktus Frazi. Es fehlt, glaube ich, nur einer oder eine. Zwei fehlen noch, okay. Ich kann nämlich noch zweimal, um den Preis zu bekommen. Yay! Dass hier die MP wieder aufgeladen wird. Speichern natürlich. Und wir gehen weiter. So. Da müssen wir jetzt hoch. Himmlische Gipfel. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Kaktusfrotz irgendwo ist, aber ich glaube fast nicht. Ah, und sie sind Level 34. Die da, sie sind doch nicht mehr so einfach, wie sie mal waren. Boah, 5 Minuten. So. Oh, nein, nee. Einmal Schokolade. Die können wir wenigstens noch tragen, die Bonbons. So, ich geh mal voll auf den. Okay, die mögen wohl kein Gewitter. Cool, 1000 Points. Okay, Umfahrtzeit am Undinentag. Das heißt, wenn sie jetzt irgendwelche Angriffe mit Wasser macht, dann sind Anschlussangriffe noch stärker. So. Okay, ja, ihre Angriffe, die werden echt langsam richtig krass. Oh nein. Nützt das was, wenn ich die mache? Ja. Okay. So. 1200 Lucre nehme ich mit. Ganz ehrlich, das nimmt man gerne mit. So, dann laufen wir mal nach oben. Hier ist auf, nehmen wir mit. Da ist was zum Mitnehmen. 210 Lucre. Und wir greifen den hier. So. Ah. Geh kaputt. Kleiner Ballon. Kleiner Ballon gefällt mir nicht. Kleiner Ballon hört sich nach
Dippy Ärger an. Okay, cool. Charlotte ist hochgestiegen. Okay, Diamantsplitter. Angela zerstört schon wieder alles. So. Okay. Heilige Kugel war das, glaube ich, gerade von ihr, was schon wieder so reingehauen hat. Also wirklich, die Frau ist Wahnsinn, was diese Zauber angeht. Mal ein kurzes Heilen. Wirklich, ich muss sagen, Angela ist noch krasser als Kevin. Natürlich, Kevin kann zuhauen und so, aber Angela, die ist nicht vergleichlich mit irgendeinem anderen Charakter. Die macht ihre Zauber und die Gegner fallen um. Komm. Komm her, kleine Gegner. Okay. Eigentlich habe ich gehofft, ich finde jetzt hier so eine Speicherstatue, weil ich eigentlich wollte auch mit dem streamen. Leute, schauen wir mal. Überziehen wir halt minimal. Nee, das dauert jetzt, glaube ich, länger, wenn Flämmchen kommt. Nee, eigentlich nicht, weil wir jetzt eigentlich nur noch da oben fliegen und dann sind wir da. Ich gebe jetzt ein bisschen Text. Da ist er, aber zu klein, um irgendwas zu schützen. Ist das etwa noch ein Kind? Ja, es ist noch ein kleiner. Hallo, wir versuchen zum Heiligtum des Mannes zu gelangen. Kannst du uns helfen? Oh, wie hieß der im Original? Oh, der hatte Lufti, Lufti hieß er. Hoppla, stimmt das nicht? Ist das sauer? Oh, tut mir leid, du bist ein Drachenmädchen, oder wie wär's, wenn ihr, Entschuldigung, einen süßen Spitznamen gebe? Wie wär's denn mit Blämchen? Lufti. Perfekt, Flämmchen. Ich frage nur ungern, aber es ist dringend. Willst du uns bitte zum Portal am Himmel über der Insel des Vergessens bringen? Okay, da fliegt er uns dahin. Bestes Haustierchen. Ach ja. Er hat irgendwie Fell im Ohr. Ich finde seine Flügel sehr interessant. Vor allem das Tier ist bestimmt ein bisschen schwerer. Und diese Mini-Flügel, die nicht aerodynamisch sind, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Aber okay. Da ist alles Mögliche tot. Das ist das Heiligtum des Mannas. Und da ist irgendwie so ein kleines Schlachtfeld. Wachen, dass wir das Heiligtum vor uns betreten haben, müssen gekämpft haben. Haben sie sich gegenseitig umgebracht? Mhm. Heiligtum des Mannas. Da müssen wir hin. Da ist unser Endziel. Okay, wie gesagt, wir machen an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht. Bye, Trials of Mana. Bis dahin, bye.